Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und heute zeige ich euch, wie man Something I Need von One Republic spielt. Also, ich zeige euch zuerst die Akkorde. Das sind vier Klassiker. Der erste ist ein G. Zweite ist ein E-Moll 7. Der funktioniert im Prinzip genauso wie ein E-Moll 7, nur dass man hier, wie beim G im Prinzip, den Ringfinger noch auf die H-Seite in den dritten Bund und den kleinen Finger auf die hohe E-Seite in den dritten Bund legt. Dann kommt ein C add 9. Da kann man auch die oberen beiden Finger wieder liegen lassen und nimmt jetzt den Mittelfinger noch auf der A-Seite in den dritten Bund und den Zeigefinger auf der D-Seite in den zweiten Bund. Und der vierte Akkord ist ein D. So, und das sind schon alle Akkorde, die man im Prinzip für den ganzen Song braucht. Sowohl Strophe als auch Refrain. So, zuerst zeige ich euch das Zupfpattern, das in der Strophe verwendet wird. Dafür verwendet man im Prinzip nur drei Seiten des Akkords. Und zwar, ich greife jetzt links ein G und benutze jetzt aber nur die tiefe E-Seite und die G-Seite und die H-Seite, die ich mit Zeige- und Mittelfinger zupfe. Und das Standardpattern ist denkbar einfach, und zwar ist es einfach auf Achtelbasis alle drei Seiten gezupft. Also 1 und 2 und 3 und 4 und ist der Rhythmus, und dann zupft man einfach 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So. Da kann man jetzt, da das ja einfach dann sonst ein bisschen statisch wirkt, wenn die ganze Zeit so spielt, kann man darauf achten zum Beispiel, das ist so ein kleiner Ratschlag von mir, dass man ein bisschen mit Dynamik arbeitet, sprich, dass man die Saiten auf einer schweren Zählzeit ein bisschen stärker anzupft als bei einer schwachen Zählzeit, das heißt auf die 1, 2, 3, 4 stärker als auf die Unzählzeiten, dann ist es halt nicht mehr so rabiat, sondern kriegt so ein bisschen mehr Bewegung. Damit macht man das einfach so ein bisschen weicher und es klingt ja nicht so maschinell. Dasselbe macht man mit E-Moll 7, die drei Seiten. Bei C add 9 wechselt jetzt der Basston auf die A-Seite. Und bei D wechselt der Basston, der Daumen auf die D-Seite, weil da jetzt der Basston ist. So, dabei ist der Ablauf zuerst G zwei Takte lang, dann E-Moll zwei Takte lang, dann C einen Takt lang, D einen Takt lang und G-Moll wieder zwei Takte lang. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 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 natürlich mit den Zupfpattern, die ich euch eben gezeigt habe. Was jetzt im Song nicht vorkommt, ist das, was ich in der zweiten Verse gemacht habe. Das könnt ihr euch beim Vorspiel gerne noch anhören. Da habe ich jetzt immer auf die 2 und auf die 4 des Taktes habe ich einen Schlag eingebaut, auf die Saiten. Das ist was, das mache ich sehr gerne, wenn ich Songs spiele. Und das ist jetzt im Original nicht drin, das könnt ihr gerne übernehmen, das könnt ihr auch weglassen. Es geht folgendermaßen. Man zupft zweimal die Saiten und schlägt dann mit dem Daumen oder auch mit der ganzen Hand. Ich mache es eigentlich nur mit dem Daumen, weil es reicht und man erzeugt dieses Geräusch sowieso nur mit den tiefen Saiten. Also ich schlag mit dem Daumen einfach auf die Saiten. Das ist eine Bewegung aus dem Handgelenk, damit ich einfach so ein kratziges, schlagendes Geräusch erhalte. Auf die 2
1 und 2 und 3 und 4 und. Also im Prinzip spiele ich einfach das Muster weiter durch, aber anstatt auf die 2 und auf die 4 auch zu zupfen, mache ich da einen Schlag. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und so weiter und so fort. Das kann man für die zweite Verse einfach übernehmen. Wenn euch das gefällt, macht das gerne nach. Wenn nicht, dann lasst es einfach weg. So, es gibt jetzt noch einen kleinen Übergang zum Refrain. Der besteht aus C add 9 und D. Die sind jeweils einen Takt lang. Das ist dieses If you only die once, I wanna die with you. If I only die once, I wanna die with you. Das ist ein Takt lang C, ein Takt lang D. Das habe ich einfach einmal geschlagen. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Und dann geht man in den Refrain. Und den Refrain habe ich jetzt so gespielt, wie es auch in der Originalaufnahme ist, soweit ich weiß. Im Prinzip derselbe Rhythmus, aber diesmal nicht gezupft, sondern die Akkorde einfach geschlagen. Aber nicht mit Wechselschlag, sondern alles als Downstrokes. Das heißt, nicht 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und so weiter, sondern alles als Downstroke. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 1 und 2 und 3 und 4 und. Der Ablauf und die Länge der Akkorde ist genauso wie in der Verse. Und da kann man natürlich auch das mit der Dynamik beachten, was ich eben schon gesagt habe, mit dem Zupfen, genau wie mit dem Schlagen, dass man eben auf die leichten Zählzeiten ein bisschen weniger hart schlägt als auf die schweren. Also 1 und 2 und 3 und 4 und. Dass man eben so ein bisschen Dynamik mit schafft. So, und es gibt natürlich ganz am Schluss gibt's noch so eine kleine Bridge. Das sind aber auch im Prinzip wieder nur dieselben Akkorde wie schon den ganzen Song über. Das heißt, ihr könnt den Teil auch einfach die Gesangslinie und den Text, den es da gibt, singen. Und das geht genauso durch. Okay, und das war im Prinzip schon der ganze Song. So, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und wenn ihr Bock habt auf noch mehr Songs und noch mehr Tutorials, dann besucht meinen Channel und abonniert den Channel, wenn es euch gefällt. Und wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt mir einfach einen Kommentar. Besucht mich auf Facebook, lasst mir ein Like da. Und ja, dann bis nächstes Mal. Ciao.